Die Gemeinde Loška Dolina besteht aus zwei Karstfeldern, das große Loškopolje und das kleine Babnopolje. Die beiden sind von hügeligen Wäldern umgeben. Jahrhundertelang wurde dieses Tal vom Wasser geprägt. Der kalte winterliche Wind, der vom verschneiten Berg Snežnik zieht und das vom Wasser zerfressene Kalk- und Dolomitengestein, haben dieses Tal gebildet. An der Quelle von Veliki Obrch steht schon seit 1888 ein Sägewerk. Dieser sanierte Komplex mit der Säge der Marke Estera ist das älteste noch funktionsfähige Sägewerk dieses Herstellers in Slowenien. Heute dient es nur noch zu Vorstellungszwecken. Der Karstbach Obrch verschwindet in der Grotte Golubina in die Tiefe, die in der Regenzeit überwiegend überflutet ist. In den trockenen Sommermonaten gibt es Wasser nur in den schwer zugänglichen Seehallen, die man nur mit einer organisierten Gruppe besichtigen kann. Die Siedlung Babnopolje liegt auf der Schattenseite und hat ein extrem kaltes Klima. Der Winter hier ist sehr kalt, deswegen ist dieser Ort hier auch als slowenisches Sibirien bekannt. Auf dem Babnopolje-Feld wurde im Jahr 2005 die niedrigste Temperatur in Slowenien gemessen, minus 35 Grad Celsius. Auch im Sommer kennt man hier keine besondere Hitze. Der Berg Snežnik mit seinen 1796 Metern ist der höchste Berg außerhalb des Alpenbogens in Slowenien. Sein verschneiter Gipfel glänzt noch lange in den Frühling hinein. Es ist ein Anziehungspunkt für viele Bergwanderer und andere Naturliebhaber. Wegen seiner biotischen Vielfalt steht Snežnik unter Naturschutz. Die Grotte Križnajama ist eine der berühmtesten Karstgrotten der Welt. Ihre Besonderheit sind kristallklare, unterirdische Seen mit Sinterbildungen. Die Gesamtlänge aller bekannten Tunnel in Križnajama beträgt mehr als 10 Kilometer. Hier befindet sich auch eine der ältesten Knochenfundstellen des Höhlenbären in Europa. Die Grotte Križnajama belegt weltweit den 4. Platz unter den Grotten mit der größten biotischen Vielfalt. Mehr als 4/5 des gesamten Tals Loška Dolina ist bewaldet. Das ist der Lebensraum der Wölfe, Luchse und der Braunbären sowie anderer Wildtiere und Rehe. Die Jäger aus Loš Stari Trg und das Gasthaus Mlakar aus Markovec organisieren Bärenbesichtigungen. Dieser Bär ist das größte europäische Wildtier. Unter den kulturhistorischen Denkmälern ist besonders das Schloss Snežnik zu erwähnen. Dieses Schloss ist ein einzigartiges Museum der Wohnkultur des 19. Jahrhunderts und zugleich auch das einzige Schloss in Slowenien mit Originalausstattung. Seine Renaissance-Fassade birgt eine große Geschichte, die tief ins Mittelalter zurückreicht. Das Schloss mit seinen Alleen, Parkanlagen, Lichtungen, Kunstszenen und Parkwegen bildet eine landschaftliche Einheit. Im Frühling findet im idyllischen Schlossambiente ein Ritterturnier in mittelalterlichem Stil statt. Zu dieser Gelegenheit kann man nicht nur das Schloss, sondern auch seine sehr interessante Jägersammlung besichtigen. Diese Sammlung zeigt die Jagdtrophäen des Gebiets um den Gipfel Snežnik und Javornik. Im Siebenschläfer-Museum wird das Leben und die Siebenschläferjagd einst und heute gezeigt. Diese Tradition wird von Einheimischen am Leben erhalten. Die Veranstaltung heißt Paucherska noc und findet jedes Jahr am letzten Samstag im September statt. Hier kann man das reiche Siebenschläfer-Erbe bewundern. Gleichzeitig aber bekommt man auch das echte Siebenschläferfett, das früher in der Volksheilkunde eingesetzt wurde. In den schwer durchgängigen Wäldern von Snežnik befanden sich von 1942 bis 1944 viele Partisanenspitäler. Von hier aus hat man mit Hilfe der Alliierten die Verwundeten nach Bari transportiert. Die Evakuierung verlief 1943 vom Partisanenflughafen nad Loškopolje. Im Jahr 1476 wurde Loš von den Türken verwüstet.
Um die Bewohner vor solchen Einfällen zu schützen, verlieh der Kaiser 1477 der Ortschaft Loge die Stadtrechte. Damit konnten sie Mauern und die Stadt errichten. Diese Urkunde ist besonders wertvoll, denn es ist die einzige noch erhaltene Originalurkunde dieser Art aus dem Mittelalter in Slowenien. Von der glorreichen lokalen Vergangenheit von Loge zeugt auch das Schloss Pustigrad, dessen Überreste aus dem 12. Jahrhundert stammen. Für Sportliebhaber ist das Tal Loška Dolina in allen Jahreszeiten interessant. Bergwanderer können sich von hier aus auf den Berg Snežnik oder andere niedrige Berge am Talrand begeben. Radfahrer werden von einem Netzwerk attraktiver Straßen und Wege begeistert sein. Und Reiter werden genauso passende Wege finden oder man lässt sich einfach mit dem Leiterwagen rumkutschieren. Im Winter können die Skifahrer die Skipisten der Ulaka genießen. Wenn es genug Schnee gibt, befinden sich in der Gegend auch Langlaufloipen. Im Juni, wenn die erste Heuernte beginnt, erscheinen die ersten Usternice, die einst als Garantie für erfolgreiches Grastrocknen waren. Usternice ist eigentlich der obere, astlose Teil einer Tanne, der gut im Boden verankert sein muss, damit er unter der Heulast nicht umkippt. Zu dieser Zeit organisieren die Einheimischen eine traditionelle touristische Veranstaltung, Udeželi Usternic. Dabei werden die alten Bräuche rund um die Heuernte und Usternice wieder ins Leben gerufen. Willkommen in der Gemeinde Loška Dolina, im Land der eigensinnigen Menschen und den Usternice.